So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich kann nicht sagen, dass ihr mich heute einladen soll zur Raid Mania, denn die ist ja nicht am Donnerstag, die war ja gestern am Mittwoch. Wir sind einen Tag weiter, aber heute Mittag möchte die Reike zu Besuch kommen in dem Sandsturm. Vielleicht kennt ihr die zwei Namen, ja, die Reike, die Rexi, ne, und der Sandsturm. Mal gucken, was wir da machen. Laut Hibu-Gesetz immer ein Raid, ein Döner. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Jetzt ist ja nicht mehr Hibu, jetzt ist ja Meiningen. Und mal gucken, ob ich euch die irgendwo einfangen kann, dass ihr die auch mal seht. Jetzt aber die Highlights der Woche und das Video, was heute dann gemacht wird. Gucke ich mal, ob ich das morgen online stellen kann. Angefangen hat die Woche hier beim Timo Rüger. Der hat nämlich 3 Accounts und alle 3 Accounts hat er mittlerweile auf Level 50 gemacht. Damit ist er schon weiter als ich. Ich habe 18 Accounts und habe 2 Stück auf 50. Möchte eigentlich auch keinen anderen hochziehen. Bei mir ist es ja das Samyang Bulldog, der blaue, und eben der Ramses der Dicke, der Main Account, der gelbe. Er hat von jeder Farbe extra einen genommen und als Buddy sogar extra die Team-Maskottchen, die Vögel, die Wappentiere, was auch sehr passend und genial ist. Und jedes davon ist ein Best Buddy mit Best Buddy Badge. Und im zweiten Screenshot seht ihr, jeder von denen hat jetzt sogar die Gala-Versionen der Vögel gefangen bekommen. Und das ist eigentlich richtig genial, oder? Ihr seht hier Zapdos, Arctos, Lavados und dann das Ganze nochmal, aber in der Gala-Version. Finde ich schon cool, sieht cool aus, wenn man das so sieht in der Übersicht. Lenzard, Rigigigas Duo mit Shenaya, Last Minute Duo, 19 Sekunden über. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Es hindert dich daran, Aquana zu grillen. Ich weiß nicht, was er will, aber bestimmt ärgert er damit Shenaya. Die ist jetzt wieder total traurig. Meine Ausbeute vom Quest Day, immer noch Lenzard. Shiny Shirachi am Quest Day. Habt ihr auch eins bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten Sandan, Schmerbe, Carvador, Zubiris, Nasgned, lauter Goldklumpen und dazwischen halt ein verschimmeltes Grünes. Benjamin Engel aus dem Glückstausch, beziehungsweise ein Lucky, 100er Krabby erhalten, was auf jeden Fall ein sehr starkes Pokémon ist, was ja keiner weiß, aber ich euch das jetzt nochmal sag. Pfirsich, New York, aha, aus dem Quest Day wohl wahrscheinlich hier auf Level 15, 100er Raupi bekommen und ein Shiny Raupi auch in XL. Reike, da ist es, one and only, aus dem Fanraid, 100% Self bekommen. Wer im Stream dabei war, weiß Bescheid. Da sind die gerade losgefahren Richtung Thüringen, waren auf der Autobahn, ist da reingekommen, hat ein 100er dann Empfangbild gehabt. Alle haben mitgefiebert, sie sollte irgendwie ranfahren, sie sollten an der nächsten Raststätte halten oder was weiß ich, das so lange im Fangbild lassen, weil das sonst geflohen wäre. Es hat aber funktioniert, es ist drin geblieben, 100% Selfe, hab ich nicht, brauche ich eigentlich, hat sie. Parko, Random Trade, hehe, danke Mario, Mario Time. Mario, der Boss einfach, der dem Parko die ganzen 100er beschert, hier mit einem Loturzel, Lucky Mario Killer, schon wieder einer, als Shiggy, 100er Glücks, Shiny Zickzacks mitgenommen, dann die Ausbeute auch vom Quest Day, lauter Goldklumpen, Schlurp auch dabei, mein erstes Shundo und erstes Shiny Carbador, 117 WP, ihr wisst, das muss kein 100er sein, das könnte auch ein 98er sein, wenn es 117 WP hat. Paco, knapp vorbei am zweiten Shundo, haha, und noch ein Raupi hinterher, das wäre natürlich genial gewesen. Selal hat mir bestimmt 15 Shiny Zubiris Bilder geschickt. Ich habe einfach jetzt eins mit reingenommen, ihr wisst ja, wie ein Zubiris aussieht. Dafür dann noch das Schmerbe hinterher. Dann auch durch einen Tausch erhalten, ein 100% Sumpex mit 16,99. Nicht lucky, aber die können natürlich auch ohne Glück, mit etwas Glück, 100 werden, nicht lucky, aber 100 werden. Aus dem weiteren Tausch hier Farbigel, 100% Glücks erhalten. Auch sehr cool, auch sehr selten. Habt ihr ein 100er Farbigel? Schreibt es mal in die Kommentare. Bierschanga, meine Shiny-Ausbeute, Gold-Event, Dank an Jenna fürs Ticket. Hier auch lauter Goldklumpen, Raupi, Carvador zu Bieris mitgenommen. Außerdem einen lieben Gruß an mich, die Familie und an den Chat-Community. Das sollte ich in einem Livestream zeigen, habe es aber erst nach dem Livestream gesehen, deswegen zeige ich es jetzt einfach hier.
Von mir nochmal Dankeschön an den Prinz, der mir diese Forschung mit der Surferpose geschenkt hat. Dazu habe ich ein extra Video gemacht dann. Und das kam auch gut an, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das in letzter Zeit nicht mehr gemacht habe. Ich war einfach zu faul. Aber jetzt ist ja immer gutes Wetter. Jetzt habe ich gefühlt immer mal ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht kann ich bei weiteren Forschungen, die so kommen, da auch immer mal jetzt wieder ein schönes Video machen. Oh, ich sehe, ich habe vergessen, mein Internet auszustellen, dass der Howard mir Sprachmemos macht. Habe was für dich, Ramon, Hannes, Shiny Scampisto. Hannes, ich habe doch gar keine Zeit für Spezialtrades, die nicht lucky sind. Und Shiny Lucky Scampisto interessiert mich nicht die Bohne. Und ich habe doch noch Zeit, selber Scampisto zu bekommen. Deswegen, Hannes, der brennt schon wieder. Mark niemals. 100% Sangabu. Das ist auf jeden Fall cool. Ich hätte mich ja gefreut, wenn es den Wild gibt. Gibt's nicht. Gibt's also nur aus Raids oder Quests oder aus der Forschung, die ihr für 6 Euro kaufen müsst. 100er Sangabu. Mittlerweile, also momentan noch, nicht mittlerweile, momentan also noch was Besonderes. So, Paco hier nochmal. Tuska, Gekkabor. Tuska, genial. Gekkabor hat einen C-Day, Fluffeluff, Shiny noch ausgebrütet. Upsi, did it again. Wieder Marionara. Mario da. Hat auf jeden Fall wieder ein 100er bekommen aus dem Tausch von Mario. Chefe24. 100er Scampisto, 100er Zickzacks, 100er Knills, 100er Planas, 100er Schwalbos und ein paar Shinies gab es auch. Krebskorps, Zickzacks, Kappa Lörres, Kapador, Schmerbenas, Gnet, Schmerbenagelotz, Zickzacks, Tuska, Lamus und wenn ihr wisst, was das letzte ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich sehe nie und mehr kann ich nicht lesen. Und da mache ich mir jetzt gar nicht die Platte fett. Ich mache einfach weiter. Für Raider Mittwoch vom Pokehunter. Der hat ja auch seine Shiny-Ausbeute oder was? Mit. Die sitzen halt einfach alle in Arenen. Skorkla, Hunduster, Nagelotz, Schwalbini, Minun. Ah, Minun wird es sein. Guck, Minun. Das ist das vom Chefe. Der Pokehunter hat es schon erraten. Richtig genial. Zumbex, Knills, Lavita, Inkrypto, Schnäppke, Kokobai, Wingull und auch Kramurks, dann hier auch 100% Sankabu. Zapdos, Galazapdos mitgenommen. Wildes Shiny Zumpex im Fangbild, 100er Graffel, das Highlight habe ich nochmal markiert. Das ist dieses Sankabu. Jenna, erlöstes Dusselgur, erlöstes Knofensa, Shiny Aero Kack Sprühl. Onyx, aus der Feldforschung, 98er Shiny. Vielleicht kann man ja doch irgendwann mal die IV trainieren und einen Wert um 1 steigern, dann könnt ihr alle 98er zu 100ern machen. Außerdem Shinaya, Shiny Tobutz, obwohl es das ja gar nicht gab, weil das ja gefühlt ausgestellt wurde, hat sie trotzdem 1 bekommen. Raupi, Schmerbe, Nasknet, Kapador, Zubiris, Kapador, Raupi, Wingull, was haben wir hier noch? Nidoran, Roselia, Seemops, Krebskorps und Pelippa, was sie Elitpa nennt. Warum? Es hat nämlich genau 1337, also die Elite-Formel. Lied 1337, ein Liter. Ein ganzer Liter Pizzabode Zeus, das allererste zeigt uns auch ein 100%iges Sangabu. Das ist also schon das dritte 100er, was wir hier haben. Und ein 100er Scampisto hinterher. Dragonite, nicht mal 45 Minuten gespielt. Und das Shiny Scambi gleich nach 2-3 Minuten circa aus dem täglichen Abenteuerrauch mitgenommen. Sieht man da nochmal an der Seite. Das Teil noch als Sahnehäubchen kurz vor der Haustür. Labras mit Schal in Shiny mitgenommen. Timo Rüger, 100% Shiny Bummer. Der muss noch auf 50, er übertreibt es halt wieder komplett. Samuel Wapf, mein Bruder hat mal wieder Glück gehabt. Raid am Mittwoch. Kabuto, Kaputops. Beides am selben Tag gefangen, beides shiny, was man hier gar nicht so sieht, dass das Kapudops, glaube ich, ein Schundo ist. Also ein 100% shiny, da steht zwar 4 Sternchen dran, aber hätte ich genau das Kapudops, hätte ich einzeln geschickt, dann mit Bewertungsscreen, dass man sieht, dass das fett ist, so sieht es halt aus wie 2 Shinies, aber ist ja 4 Sterne, steht ja dran, ne? Andy Vorbeck, Loturzel. Mann, ist das hässlich. Eigentlich hätte ich es gar nicht mit reingenommen. Es ist leider doch drin. Shiny Krypto Lavita. Auch noch mitgenommen. Plus 100er Scampisto hier auch beim Andy. Sarina, 100%. Zobiris, 100er Raupi. Felino als Shiny. Das Rasupi ist das Highlight, genau. 100er
Mabula, 100er Sonnenkern. Das kommt alles aus Meiningen, wie ich sehe. Auch das ist aber schön, dass die in Meiningen unterwegs ist. Hier sieht man nochmal Shiny Zopiris und 100% Tobutz als Highlight. Weder Self noch Tobutz habe ich als 100er. Würde mir beides fehlen. Ich habe nur Vesprit, was ich hier versuche momentan XL zu sammeln, um es dann zu maxen bei Max Out Monday. Alexander Ahringer, Shiny Nummer 2. Das letzte war von 21, aber ist mein Bestes. Das ist ein 96er Shiny Rigi Gigas. Endlich 100er Yorklev mitgenommen. Endlich Shiny Zobiris. Endlich meine Quest Day Ausbeute mit Smetbo drin und Welsa ist schon entwickelt. Endlich Daniel Schilling gefunden. Also findet er eigentlich in jeder Folge einmal. Robert 100er. So, die Vögel komplett. Alle Vögel sind schon da, Gala 1, 2 und 3 gefangen. Das Zapdos sieht wieder mal am besten aus mit 47 WP. Bei den anderen muss er wirklich mega Lack gehabt haben. Denn je höher die WP, desto schwerer sind die ja eigentlich zu fangen auch. Aluhut, Shiny Capoeira, Shiny Funfi, Shiny Galapafloss, auch mega selten dieser, müsste man eigentlich brüten. Ist ja zusammen mit Flapdarix mal eingeführt worden in Eiern in der Abenteuerwoche. Das war sehr schade und jetzt ist das ein Shiny, was wahrscheinlich so gut wie niemand hat, glaube ich. Tiso, C-Day kann kommen, braucht noch ein 3-Sterne-Shiny. Vielleicht bekomme ich ein 100er, das fehlt mir noch. Shiny Milzer vorab, schon mal zum Aufwärmen. Dann die große Frage oder das große Mysterium vom letzten Mal. Bei manchen sieht man es auch, zu was es sich entwickelt. Hat hier ein Rabaut, so man sieht, dieses Rabaut würde zu Kikli werden. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn der Angriffswert beim Bewerten am höchsten ist, dann wird das Rabaut, wenn ich es entwickelt, zu Kikli. Weil ihr das ja wisst, wenn ihr die Formel kennt, muss da ja kein Fragezeichen hin. Das weiß schon, dass ihr wisst, dass das ja eh Kikli wird. Also ist unten kein Fragezeichen, sondern es zeigt euch schon an, dass es Kikli wird. Wenn die das bewertet, sieht die, dass der Angriffswert am höchsten ist, weil Kikli hat ja keine Arme, das tritt ja einfach nur zu. Ich sehe, es hat gerade doch Arme, aber es tritt trotzdem einfach zu. Wenn der Verteidigungswert der höchste ist von den drei Werten, dann wird es zu Nocturne und wenn der KP-Wert der höchste ist, dann wird es zu Capoeira. Wir hatten ja die große Frage beim letzten Mal oder das Pferd, was im Raum stand, ich gesagt habe, wenn alle drei Werte gleich sind, sagen wir mal, es hat 12, 12, 12, dann ist ein Fragezeichen da. Weil dann ist es völlig random, ob es das, das oder das wird, denn es wird ja immer das, was den höchsten Wert hat. Und wenn alle gleich sind, dann ist es random, wie bei Aquana, Flamara, Blitzer. Kannst du nicht beeinflussen, außer mit dem Namenstrick. Aber der klappt nur einmal und Rabauz hat ja gar keinen. So, fertig. Tiso, Forschungstag, Goldsuche war nicht schlecht. Zwei Zobiris und Kreisen das Nasgnet. Sören, so kann man den Questday beenden. Neben drei Shiny Schmerbe, ein Shiny Carpador und zwei Shiny Zobiris. Noch ein 100er Grad für die Mega-Entwicklung. MacBecky hier mit dem Shiny Nasgnet Goldklumpen. Kaiser Kai, im zweiten Raid bekommen. Ich weiß schon, was bei einem, wo ich nicht unbedingt das Shiny will, geht es schnell. Und wenn ich es dann wieder eins habe, will, dauert es ewig. So. Glückwunsch, sage ich nur dazu, zu diesem super shiny Vesprit. Kaiser Kai, mein erstes 100% Baby in Fluffeluff Form. Und wieder mal die Schwester. Das nächste 100er Leggy für meine Schwester. Ich habe immer noch keins. Durch einen Tausch mit Pokehunter erhalten. Sehr cool, Pokehunter bringt also Glück. Und dann auch noch ein nützliches Terrakium Glücks 100%. Tobias Jan. Der mich wohl gelöscht hat in Pokémon Go, was mich persönlich sehr trifft, weil der ja in den Streams eigentlich immer rumhängt und im Fan-Chat und dann so und überhaupt, und kann, weiß ich nicht, vielleicht hat er ja Platz gebraucht. Ich verstehe es nicht, aber doch, das hat mich gestern sehr getroffen, als ich das gesehen habe. Das ist schon wieder Tobi, ist doch Tobi Twitter, hallo? Was ist denn los da? Das aber hell, hat er hier geschrieben. Das aber hell, das hat er bestimmt nur reingemacht, um mich zu ärgern, weil was ist an dem Lavitar so cool? Eigentlich nix. Das ist ein shiny Lavitar, okay, aber getauscht ist es ja eh nichts mehr wert. Wenn man es nicht selbst bekommt, sondern sich tauschen lässt, dann ist es nicht mal ein 100er. Und dann sieht man einfach, was ich sage, dass ich mein Lucky Shiny jetzt richtig doof finde, weil der Hintergrund so hell ist. Und das aber hell,
Das ist wirklich hell. Guck doch mal dahin. Jetzt weiß ich, wieso ich das nicht mag. Ab ins Tierheim zeigt uns seine zwei besten Krypto Mewtwo, beziehungsweise, das ist wahrscheinlich dasselbe. Er hat es nur einmal frisch gefangen mit 2381 als 890er und dann gepusht auf Level 40. So kommt es auf 4078. Luigi Sarada aus der alte Freunde, neue Anfänge-Quest, 100er Bisasam. Heute suchen wir eine Redewendung, ein Bild von Celal. Mal gucken, ob er das erratet. Da möchte ich wirklich mal einen Kommentar haben. Welche Redewendung suchen wir, wenn ihr dieses Bild euch anguckt? Dann Celal außerdem durch den Tauscher halten, 100% Ganovil, das ist sehr cool, fehlt mir auch noch. Annika, 100er Punita, bei Arctos Dani und bei sich selbst, also wenn das irgendwo sitzt, ist ja klar, kann man es auf mehreren Accounts fangen. Rabautz, 100%, da sind alle drei Werte gleich, das heißt, da müsste wieder das Fragezeichen dran sein beim Entwicklungsbutton. Shiny Scambisto noch bei Arctos Dani, Shiny Coco bei Benjamin Engel, Silvio ist wieder mal ein Rätsel für mich, Shiny Fifien, Smogon Toxi, Patpion, Scorer, Hundusta, 4 Mewtwo Krypto, 5 in letzter Zeit, dann Mewtwo mit Penis und Tentakeln, das sieht auch sehr schön aus, dann sieht man, Raid gemacht, Hundusta, Shiny gekriegt, Raid gemacht, Hundusta, Shiny gekriegt. Kann man so machen. Hier könnte er sich ein 100er Snibuna erlösen, kann aber auch so lassen, weil ist so auch ein mega starkes Pokémon. Solo Raid gegen Sneebel mit 33 Sekunden Restzeit. Dann Solo Raid gegen Sneebel mit 0 Sekunden Restzeit. Timing ist alles, da freut er sich selbst. Gestern 150 pro TM gelöscht. Das heißt, er hat 150 Lade-TMs weggeschmissen und 150 Sofort-TMs weggeschmissen und kann sich heute endlich die Box für 1100 kaufen mit Lade-TMs und Sofort-TMs. Habt ihr die auch? Die habe ich nicht gesehen. Da bin ich froh drum. Sonst hätte ich zugeschlagen. Cumulus! Im letzten Raid doch einen abgestaubt. Noch ein Shiny Regigigas mitgenommen. Julian Eisenstein. Wie viel zu Devils Riding Crop? Kok 666. Keine Ahnung. Jan Lange Nagelotz, Shiny Benji, hier mit dem 100er Hut. Dann Shiny Zubiris, gleich im Triple Pack. Shiny Pummeluff im Double Pack. Zickzacks, Bidiza, auch alles Shiny. Noctu 100 da. Ist wahrscheinlich dasselbe wie das davor, nur jetzt gerade entwickelt. Kissmatic Exotic. Schönes Wochenende dir und deiner Community. Er fährt nach Serbien. Knofenser mitgenommen. Aber das war davor. Grüße gehen raus. Tritop zeigt uns seine Wurst. Grüße gehen raus an die Wurst und auch an ihn. Wie er guckt, guck mal, wie er guckt. Mit der Wurst in der Hand und der Monolog denkt, auf Wurst alleine kannst du nicht stehen, brauchst noch Nudeln. 7,95 für Samyang Nudeln. Das ist jetzt die Werbung, die wir schalten, die andere YouTuber immer verstecken. Nee, aber 15 Euro ein Päckchen, 7,95 ein Päckchen, da weißt du schon, was los ist. Gibt aber leider immer nur noch Stew-Type und Kimchi, die zwei schlimmsten Sorten. Blood and Tears, das ist die Vollidioten-Lobby. Die Pose ist so dämlich, dass sie irgendwie doch richtig gut ist. Stehen alle gebückt nebeneinander und sehen einfach nur total bekloppt aus. Danke nochmal auch an Matze, der mir jetzt das C-Day-Ticket geschenkt hat. Ich wollte gestern auch mal eins verschenken. Ging nicht, stand Fehler da immer zu. Stand dort, ist nichts abgezogen worden. Ich werde wieder zurückgeleitet in das Spiel. Habe ich es dann gelassen. Dann hat der Marc was geschrieben, dann wollte ich es Marc schenken. Und ich sehe, der Marc hat mich auch gelöscht irgendwann oder so. Ging also auch nicht. Das finde ich immer wunderbar. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche und der Akku ist auch gleich leer. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute, guckt schon. Hier, mein Schocker der Woche von Robert100er. 100% Krypto, dann auch noch Lavida, ist auf jeden Fall mega stark, was richtig Brutales. 100%ige Krypto sind sowieso immer gut, haben aber schon öfters gesehen. Lavitas sind auch schon öfters dabei gewesen. Ich habe auch ein 100% Krypto Lavida, was ich zum Despotar gemacht habe, wo ich mega stolz drauf bin. Aber guckt euch mal seine Sammlung an, was er sowieso hier hat. Schocker der Woche, 100% Krypto, 100% Shiny, 100% Stein, 100% Unlicht. Das heißt, er hat das alles mit einmal eingereicht und das sieht so genial aus, denn da hat die alle gepusht auf 50. Hat also jetzt das 100% Krypto auf 50 mit 4309. Er hat das ist ja gar nicht auf 50.
wenn das hier höher ist, okay. Er hat das 100% Krypto, er hat das 100% Shiny, er hat noch ein 100%, was er halt als Unlichtangreifer nimmt und noch ein 100%, was er halt als Gesteinsangreifer nimmt. Das ist sehr cool. 4 Despota auf Level 50, alle unterschiedlich. Nochmal ein Löses dabei vielleicht und noch eins mit Clownsnase, dann wäre das noch perfekt. Oder hier mit Weihnachtskutte, mit Weihnachtsmütze. Das fehlt mir immer noch in Pokémon Go. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Das waren die Highlights der Woche, der Schocker der Woche, alles. Mal gucken, wie das heute wird mit Reike und Sandsturm und Mann, den man nicht sehen darf. Wir nennen ihn einfach Helmut. Wie bei Natururinen, den darf man auch nicht sehen. Und Tobi, bitte, edde mich. Ich vermisse dich doch so sehr. Marc habe ich schon wieder geaddet. Mal gucken, ob er annimmt. Und ich fahre nach Dortmund mit dem Dortmunder Raid-Bus und mache Arktos-Raids am Sonntag. So viele, dass er mich annehmen muss, damit wir interagieren und mehr Bälle haben. Peace out. Ach nee, ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.